Hallo, wir sind die Klasse R7B der Saber-Realschule Nürnberg. Wir machen 2021 mit beim Jene Konrad Cup. Hier kommt unser Film zum Thema Antisemitismus. Beginnen möchten wir mit einer kurzen Vorstellung von Jene Konrad. Jene Konrad wurde 1894 in Ungarn in der Stadt Palanka geboren. Er und auch sein Bruder wurden in Ungarn zu bekannten Spielern. Schon mit 17 Jahren wurde der ein Profispieler. 1925 musste er seine Karriere wegen einer Verletzung beenden. Er wurde dann noch im selben Jahr Trainer. Von 1930 bis 1932 war er in Nürnberg Trainer. Er verließ den FCN, nachdem er in der Nazi-Zeitung Der Stürmer antisemitistisch angefeindet wurde. Er arbeitete doch bis vor 1940 in Europa als Trainer und konnte den Nazis knapp entfliehen. 1978 ist er in New York gestorben. Auf dem Foto seht ihr, wie die Menschen durch die Zeitung Der Stürmer aufgehetzt wurden. Alle sollten die Juden als Feinde sehen, sich also antisemitisch verhalten. Sie wurden mit Vorurteilen und Lügen überhäuft. Wer sich getraut hatte, gegen solche Ansichten zu sein, wurde bestraft. Die Nazis haben Menschen umgebracht, die das Leben von Juden retten wollten. Zum Glück hatte Jene Konrad die Gefahr für sich und seine Familie rechtzeitig erkannt. Er konnte im letzten Moment fliehen. Antisemitismus, also der Hass auf Juden, ist schon 2000 Jahre alt. Die Nazis haben den Hass und die Vorurteile in der Bevölkerung verstärkt und genutzt. Sie glaubten, dass ein gemeinsamer Feind für mehr Zusammenhalt sorgt. Dazu haben sie sich eine schwache, kleine Gruppe in der Bevölkerung ausgesucht, die sich nicht wehren konnte. Schon im Mittelalter wurde es den Juden verboten, viele Berufe auszuüben. So blieben ihnen nur wenige Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Während heute jeder bereit ist, bei der Bank für einen Kredit Zinsen zu zahlen, so wurde das früher als Wucher betrachtet. Die Nazis verstärkten nicht nur den Hass auf die Juden, sie wollten auch alle Menschen umbringen, die den jüdischen Glauben haben. Sie wurden gefangen genommen, 6 Millionen Frauen, Männer und Kinder wurden durch die Nazis umgebracht. Vom jüdischen Leben verschwanden fast alle Spuren in Deutschland. Von den mindestens 1542 aus Nürnberg in Konzentrationslager verschleppten Juden. Andere Quellen führen 1631 auf. Überlebten insgesamt nur 86. Von den rund 200 Kindern überlebten 2. Woher kommt der Judenhass? Juden waren über Jahrhunderte hinweg Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt. Im Mittelalter war es ihnen verboten, Christen zu heiraten, öffentliche Ämter auszuüben und vor Gericht gegen Christen aufzusagen. Grenzt man eine Gruppe in der Bevölkerung aus, macht es sie zu einer Außenseitergruppe. So werden schnell Gerüchte und Vorurteile entstehen. Denn man redet ja nun über diese Gruppe und nicht mehr mit den Menschen, die so an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Hier seht ihr Lena Gorelick. Sie ist eine deutsche Journalistin und Schriftstellerin russisch-jüdischer Herkunft. Sie hat ein Buch geschrieben und dort nicht ganz so ernst gemeint. 10 Vorurteile gegen Juden aufgelistet. Schaut mal, hier sind einige der Vorurteile. Was meint ihr? Welche stimmen wohl wirklich? Na, hoffentlich hast du jetzt nicht ernsthaft nach Vorurteilen gesucht, die wirklich stimmen. Das sind alles nur erfundene Aussagen, die sich Juden leider immer wieder anhören müssen. Wer so etwas sagt, ist ein Antisemit. Fällt dir gerade ein, dass du eigentlich niemanden kennst, der Jude ist? Glaubst du alles, was im Internet steht? Klapperst du einfach das nach, was die anderen erzählen? Dann wird es jetzt höchste Zeit, dein Hirn einzuschalten und zu benutzen. Vorurteile hat jeder. Vielleicht hat dir zum Beispiel dein Onkel mal erzählt, dass Opel keine guten Autos baut. Und weil du deinem Onkel immer vertraust, übernimmst du seine Meinung. Er hat ja den Durchblick bei Autos.
Schon trägst du einen Vorurteil bei dir. Nächste Gelegenheit wirst du deinen Freunden von deiner neuen Einstellung berichten. Ein Vorurteil geht seinen Weg. Mein Name ist Lena Pretula, ich bin 20 Jahre alt und studiere Englisch und Spanisch, bin jetzt im 6. Semester, bin aktiv in der zentralen Wohlfahrtsstelle als Jugendleiterin, dann bin ich Freiwillige bei Meet a Jew und bin außerdem Jugendleiterin für Maccabi Nürnberg. Außerdem bin ich seit gestern offiziell im Vorstand der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands. Hallo Lena, wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema Antisemitismus. Viele Menschen vergessen, dass dies kein Begriff aus der Vergangenheit ist. Er ist auch heute noch aktuell. Wie sieht dein Kampf gegen Antisemitismus aus? Wie betrifft dich dieses Thema? Also mich betrifft Antisemitismus sehr, gerade weil ich in der Grundschule gemobbt wurde, weil ich Jüdin war. Ich wurde von so einer kleinen Jungsklicke aufs Jungsklo eingesperrt, wurde als Judensau beschimpft. Im Gymnasium hatte ich kaum Vorfälle eigentlich, aber in der Grundschule war das ziemlich krass. Dann natürlich hört man ja in den Medien ab und zu mal was von Halle und Hanau. Ich hatte Freunde, die in der Synagoge in Halle dabei waren. Da war ein großes Seminar aus Berlin damals und da waren viele Freunde von mir da in dieser Synagoge. Deswegen betrifft mich das insofern, dass ich einfach weiß, es könnte auch mich getroffen haben, wenn ich zu diesem Seminar gefahren wäre. Und dass einfach nicht so, dass es so realitätsnah ist, ist für mich halt einfach sehr, natürlich hat man irgendwie eine Angst dann mit sich zu tragen. Aber ich finde nicht, dass mich das ausmacht, sondern in erster Linie wache ich ja nicht jeden Morgen auf und denke mir, oh mein Gott, ich bin jüdisch, ich muss jetzt irgendwie aufpassen, dass mir auf der Straße nichts passiert, sondern ich wache auf und so, hey, ich treffe mich heute mit meiner besten Freundin. Also ganz normal wie jeder andere auch eben. Und ich finde, der Kampf gegen Antisemitismus, natürlich ist es wichtig und da setze ich mich auch für ein, dass man Leute darauf aufmerksam macht, so hey, seht ihr nicht die Parallelen? So, das war im Dritten Reich hat es genauso angefangen, ja, was die AfD sagt und macht und dass Leuten die Kippa vom Kopf gezogen wird, dass Leute als Judensau bezeichnet werden, auch jetzt mit den Corona-Demos, da jetzt wieder Judensterne mit Ungeimpfter draufsteht, das ist halt alles so. Das sind alles antisemitische Sachen, die teilweise auch den Holocaust relativieren, was halt einfach nicht geht. Aber ich finde, das ist nicht nur meine Aufgabe, da was zu sagen und auch meine Freunde zu informieren, so hey, guck mal, das geht so nicht klar. Sondern ich finde, wir alle sind dafür verantwortlich als, ich sage mal, MitbürgerInnen in ganz Deutschland sind wir einfach dafür zuständig, dass wir in der Demokratie leben und leben wollen, dass wir die richtigen Parteien wählen, dass wir laut werden, wenn wir irgendwie was mitbekommen, wenn jemand ausgeschlossen wird, gerade wenn es bei so Sachen ist wie Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit. Ich finde, da müssen einfach alle laut werden und da reicht es nicht, wenn nur die betroffene Gruppe sich dagegen laut macht. Antisemitismus hat viel mit Vorurteilen zu tun. Wie entstehen diese Vorurteile und warum? Gibt es auch heute noch Menschen, die solche Unwahrheiten ungeprüft weiterverbreiten? Vorurteile entstehen durch Unwissen. Vorurteile entstehen dadurch, dass man mal was gehört hat, im Fernsehen, auf YouTube, irgendwo, auf der Straße und dann denkt man, dass es wahr, weil man es einfach nicht besser weiß. Wenn man nie mit einer Jüdin oder einem Juden gesprochen hat, dann kann man sich auch nicht wirklich ein Bild davon machen, wie die Menschen so ticken. Deswegen, man kann sehr viel hören und diese Vorurteile existieren ja nicht erst neulich, die hat Hitler auch nicht erfunden, sondern Vorurteile gegenüber Juden existieren, solange es Juden gibt. Und Antisemitismus aus dieser Gesellschaft zu verbannen, sage ich jetzt mal, ist unglaublich schwer, weil es immer noch sehr viel Unwissen gibt und sehr viele Missverständnisse. Und die kann man einfach nur klären, wenn man miteinander redet, statt übereinander. Und genau deshalb beteilige ich mich in solchen Projekten wie Meet a Jew. Genau, Menschen, die heute solche Unwahrheiten einfach ungeprüft weiterverbreiten, wissen es halt leider auch nicht besser. Also
Wir kennen ja alle das schöne Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Aber ich glaube, ihr kennt auch sehr viele Leute, die sich eben nicht daran halten. Das ist genauso wie in der Schule. Man hört ein Gerücht und man erzählt es weiter, weil es irgendwie cool ist oder ganz, ja, irgendwie man hat was zu erzählen, es ist was Neues, es ist so Klatsch und Tratsch. Ich meine, da macht die Presse ja immer Werbung mit. Es kommt immer gut an, wenn man irgendwas Brisantes, irgendwas Neugieriges ausplaudert und dabei muss es nicht immer wahr sein. Es reicht einfach nur, dass es spannend ist oder dass jemand irgendwie in ein schlechtes Licht gerückt wird oder einen Sündenbock darstellt. Deswegen, das hat immer was damit zu tun, mit Gerüchten, die nicht stimmen, die nicht so wahr sind. Man erzählt sich das über 10 Ecken und dann ist die komplette Geschichte auch wieder verfälscht. Und ich glaube, so entstehen Gerüchte bzw. Vorurteile und deswegen verbreiten sie sich auch. Wie sollte man sich verhalten, wenn man in seinem Umfeld mit antisemitischen Äußerungen in Berührung kommt? Was sollte man aus deiner Sicht dagegen unternehmen? Bei Antisemitismus generell, also wenn man hört, dass, ja, du bist jüdisch, du bist doch voll reich, wenn irgendwelche Vorurteile kommen oder auch so Sätze wie, Herr, aber du siehst gar nicht jüdisch aus, oha, voll krass, hat dir gar nicht erwartet, dass du jüdisch bist, ich dachte, die sehen immer anders aus, kannst du auch jüdisch sprechen oder sowas, dann ist das einfach ein ganz großes Zeichen von Unwissen. Und da ist einfach die Aufgabe, aufzuklären, zu sagen, so, hey, da waren ein paar Sachen dabei, die waren antisemitisch, ohne dass du es überhaupt weißt. Und aus diesem Unwissen kann man immer lernen. Denn im Nachhinein ist man immer schlauer und daraus kann man lernen. Und generell, wenn man sowas mitbekommt, und jetzt wirklich egal, welche Art von Hass man mitbekommt, sollte man sich immer äußern und immer sagen, hey, das geht nicht klar. Wir sind alle im Endeffekt nur Menschen. Wir wollen alle zusammenleben und jegliche Art von Hass, Mobbing und sonst was macht einfach keinen Sinn. Menschen auszuschließen aufgrund seiner Hautfarbe oder Religion ist einfach komplett dumm. Ist wirklich dumm, weil unsere Unterschiede sind ja nicht das, was uns trennt, sondern das, was uns eigentlich so besonders macht. Und ich glaube, Deutschland gerade ist ein Land, was von dieser Diversität sehr stark profitiert und dadurch einfach so sehr blüht, dass wir, ja, dass wir uns feiern sollten, unsere Diversität feiern sollten, anstatt uns gegenseitig irgendwie runterzumachen. Und ja, genau. Also das würde ich euch auf dem Weg mitgeben. Welche Vorurteile hast du? Stammen die tatsächlich alle von deinen eigenen Erfahrungen? Viele Vorurteile übernehmen wir nämlich einfach aus unserem Umfeld. Wir machen uns dann ein Bild von jemandem, den wir vielleicht gar nicht kennen. Für unser Thema hast du etwas über jüdische Mitbürger gehört. Woher stammen die Informationen? Sind es doch nur erfundene Gerüchte, die für Unruhe sorgen sollen? Trau dich zu widersprechen. Wer nicht widerspricht, stimmt schon zu. Also denk nach und mach dich nicht selbst zu einem Verbreiter von dummen Vorurteilen. Wenn ihr euch noch mehr Infos holen wollt, findet ihr hier viele Hinweise. Ihr könnt auch einmal die israelitische Kultusgemeinde in Nürnberg besuchen oder bei TSV Maccabi Nürnberg Mitglied werden, denn Sport verbindet. Vorurteile haben keinen Platz auf dem Platz.